So, da sind wir schon wieder. Ja, wir haben das letzte Mal uns auf die Suche nach den restlichen Wackelpuppen gegeben und sind dabei hier in die Schaltmatrix reingekommen, wo Talon-Söldner waren und wir ein interessantes Terminal gefunden haben von einem Forscher-In, die das weggerannt ist hier oben und wir haben es irgendwie verkackt, die instant zu killen. War auf jeden Fall feindlich. Aber zumindest wissen wir, dass irgendwie einen Satelliten. Oh, verdammte Scheiße, Fox, ich will doch nur die Treppe hoch. Ey. Das irgendwie. Ach nee, hier liegt sie doch rum. Nee, Ödlander. Oh, okay, doch, es ist richtig. Es ist ein Ghoul aus irgendeinem Grund. Aber ich dachte, die hätte wenigstens einen eigenen Namen. Wissenschaftler-Outfit. Na, das braucht man nicht. So, hier sind die Koordinaten für andere Schaltmatrixen. Matrizen ist die Mehrzahl von Matrix, ne? Aktivierungscode Highwater Trousers. So, das ist der Code, mit dem wir uns scheinbar in die Luft jagen können. Und jetzt haben wir noch die Koordinaten für die andere also Matrix-Türme. Ich glaube, die hatten wir aber schon. Hier NN03D hat man auf jeden Fall schon aufgedeckt. Und hier ist noch NW07C. Und hier noch was. Ne. Aber jetzt wissen wir zumindest mal, wozu die da sind. Ne, damit kann man halt Satelliten mit Atomwaffen anpingen. Und wir haben jetzt zumindest die Codes, um vielleicht eine runterzuholen. So, ach, hier ist die Geschützturmsteuerung. Gut. Ja, das weiß man immer erst hinterher. Defenses? Ne. Was hat man denn produced? Nehmen wir mal Intended. Nope, gesperrt. Ist egal. Wir haben den Geschützturm eh schon kaputt gemacht. Also bringt uns die Steuerung. Die hätte uns irgendwie 40 Erfahrungen oder so gebracht. Na, wir kriegen noch genug Erfahrungspunkte. So, dann gehen wir mal noch raus auf den Turm. Irgendwo muss man doch auch den Shit ein. Dann ne, einschalten können. Wahrscheinlich wieder mit den Codes am Terminal unten. Oder hier drin. Satellitenanlage. Ah, guck da mal hier. Erste-Hilfe-Kasten, um uns gleich vor dem Schlag zu heilen. Truhe. 556er. Psycho, auch hier. Schrot. Noch Medics. Können wir gleich noch nehmen, bevor uns die Nuke trifft. So, ich habe mal einen Quick-Save gemacht. Wir können neue Positionsdaten eingeben. Schlüsselmotivatoren sind offline. Ach so. Koordinatenschlüssel. Setcom Schalt. Matrix. Okay. Irgendwas passiert. Wir haben noch einen Koordinatenschlüssel. Warte mal, wir gucken mal bei Notizen rein. Okay, nee, da ist nichts von den von diesen Codes. Vielleicht haben wir jetzt was damit bei den anderen Dingern gemacht, ne? So, jetzt bin ich ja gespannt, ob wir gesprengt werden. Startvorgang wird eingeleitet. Hochwasserhosen. Gehen wir mal raus. Als ob hier noch ein Talent-Dude ist. Oh, ich glaube, dort hinten. Wird dort hinten was genukt? Moment, habe ich da was gesehen? Ja! Es wird rumgenukt! No, der Typ hat uns abgelenkt. Nice, wir haben Atomwaffen abgeworfen. Mist. Wisst ihr was? Ich lade nochmal. Ich lade nochmal, dass wir uns das schön in Ruhe angucken können, ohne den Typen. So, gehen wir gleich hoch und machen den erstmal kalt. Die Stunde der Du, was fällt dir ein? Dass du hier einfach rumeierst. Bam. Ist auf jeden Fall ein stärkerer Talent-Dude. Aber auch nicht wirklich besonders. So, gib mir deinen Brennstoff. Oh, wenn wir keine anderen Koordinaten angeben, kommt es dann richtig hier?
Das würde mich ja auch mal interessieren. Wir nuken mal instant los. So, Hochwasserhosen. So, jetzt muss der Ping fertig sein. Gehen wir mal hoch. Und? Jo, Bom. Irgendwie unrealistisch, es war kein Soundeffekt dabei. Cool. Ne, die Todeskralle hat man vorher schon weggemacht. Geil, wir haben rumgenukt. Das bringt aber irgendwie nichts, ne? Wir können nochmal die anderen Dinger eingeben. Einfach, dass wir es gemacht haben, ne? Wer weiß, ob das nicht irgendwas aktiviert. So, würde ich sagen, können wir hier wieder rausgehen. Ja, haben wir mal ein bisschen rumraketet. Auf jeden Fall war es Lust. Moment, 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 Moment. Du Leiche hier. Aha, den haben wir noch nicht gelootet. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber mir ist es gerade nur aufgefallen. So. Hier wollten wir ja aber eigentlich gar nicht hin. Wir wollten ins Todeskrallengebiet, habe ich ja schon letzte Folge erwähnt. Dort gibt es Todeskrallen und es ist ein Gebiet. Das Todeskrallengebiet. So. Wo sind wir denn? Auf dem Meep. Ja. Minen. Ernsthaft. So. Na, Freund Albino ist dort. Haben ja die Pfeilpistole, die wollten wir ja gegen die einsetzen, um für den Disengage. Nur einer von uns wird diesen Ort lebendig verlassen. Na, dort hinten ist noch einer. Aber der hat uns noch nicht gesehen, was gut ist. Mist. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, wir haben gerade keine richtige Chance, den ordentlich zu treffen. Wir müssten die VATS-Perks skillen, dann könnten wir auch mehr schießen. Mal, der eine kann uns überhaupt nicht folgen, ne? Weil wir den verkrüppelt haben. Ja gut, der andere aber auch. Ne? Ja gut, nur bedingt. Verkrüppeln wir den auch mal noch. Der guten Manieren halber. Ne, über VATS benutzen für Free Schaden. Zack, 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 zack. Ja, wenn man den so betrachtet, hätten wir den das ganze, die ganzen ersten 200 Folgen schon benutzen können. Einfach so quasi als Free Damage, weil ja die Zeit stillsteht und wir schießen einfach drei Salven ab, ohne irgendwie dafür gepunished zu werden. Ist schon nice. So, wir haben auch instant noch zwei weitere kleine Markierungen entdeckt unten. Da werde ich mich mal drauf und dran machen, die hier zu entdecken jetzt. Gut möglich, dass eine davon das Todeskrallengebiet ist. Dort wollen wir ja schließlich hin und looten. Hauptsächlich die Wackelpuppe, aber es gibt auch noch andere nette Sachen dort. Und auch Todeskrallen. Ach, guck mal an, dort ist ja schon eine Todeskralle. Okay, ja. Das gefällt der Todeskralle, gefällt das auch nicht. Den Pfeil zu fressen. Okay, Pfeilpistole merken wir uns wirklich nützlich. Es ist. Nein, bleib doch hier, Robohirn des Todes im Untergrund steckend. Was war das? Was ist da schon wieder falsch gelaufen? Holy shit, habt ihr das gesehen? Da war ein Robohirn im Boden und es ist rumgepackt. Das war cool. Das werden wir nicht nochmal erleben. Obwohl, wahrscheinlich schon. So, das ist wieder so eine Anhöhe, wo wir nicht hochkommen wie ein normaler Mensch. Das heißt, Forks macht gleich den Sprint des Todes. Ah. Guck dir mal hier, noch ein Albino-Skorpion. Ey, ey, ey. Nicht so schnell, Kollege. Nee, das ist der Rösti. Kann man mal anzünden, das macht aber gar nichts. Ja,
Ja, so ballistische Waffen sind schon nicht so optimal gegen den. Forks muss halt wieder, weil er die Klippe nicht hoch... Ne, der steht dort hinten. Okay. Dann snipe mit deinem Gatling-Laser, mach ruhig. So, wir sind ziemlich nah mal wieder am Level-Up. Es wird schon wieder dunkel, ne? Das ist wieder super, ne? Ewig rumgeeiert wieder, ne? In Megaton. Noch einer. Okay. Problem ist, man kann sich auch nicht wirklich mal an die... Und noch einer. Was will ich denn sagen? Nicht richtig gut an die anschleichen, dass wir dann gleich mal irgendwie einen schönen Crit verpassen können, weil die irgendwie super wachsam sind und uns schon auf irgendwie noch einen 100er Kilometer Entfernung sofort finden. Aber ich muss sagen, am Anfang haben die uns wesentlich mehr Probleme bereitet, als wir die dann zum ersten Mal so getroffen haben. Inzwischen kriegen die ja kaum noch den Hit auf uns. Die Zeit ist abgelaufen. Weiß nicht, ob das jetzt so zwingt an der Dingens liegt. Oder daran, dass Forks die einfach irgendwie niedermacht mit dem Gatling-Laser. Guck mal, wir haben das Sturmgewehr. Oh Gott, das Spiel ist abgeschmiert. Nein. Nein. Noch, es lief doch. Die letzte Folge lief doch ohne Absturz. Verdammt, ey, wird Zeit, dass ich mal fertig werde mit Fallout 3. Moment, Leute, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich die Aufnahme gestartet. Doch, Entschuldigung. Scheinbar war ich geistesgegenwärtig genug, relativ nah einen Quicksave zu machen. Das ist schon mal was wert, ne? Ich dachte, wir würden jetzt wieder vor der Schaltmatrix stehen. Naja, aber wir sind gleich schon wieder hier. Ich würde sagen, dass die inzwischen schon auch viel weniger Probleme machen als früher, wenn wir denn mal eine Waffe... Hallo? Vier? Waffe. Ach, Metallsprenger auf einmal. Na gut, mach mal hier fix. Zack, zack, zack. Als wir sie... Ich bin jetzt irgendwie komplett aus dem Konzept. Moment. Dass sie schon einfacher sind als früher. Dass sie zum ersten Mal aufgetreten sind. Und weiß nicht, ob das jetzt an Forks liegt, dass wir ihn jetzt dabei haben, anstatt Freundin Cross. Und der tatsächlich Schaden auf die Dinger macht mit seinem Kettling-Laser. Oder ansonsten was. Keine Ahnung. Vielleicht auch daran, dass wir die jetzt verkrüppeln mit der Pfeilpistole. Kann ja auch sein. Ich meine, es hilft auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier jetzt für eine Shit-Shack gefunden? Gibt's hier was? Ich weiß, dass es manchmal so Shit-Shacks gibt. Im Ödland, so ganz bestimmte, liegen mitunter auch einzigartige Waffen rum. Aber hier gibt's irgendwie nichts. So, außer ein paar Kernspaltungsbatterien. Die Zeit ist abgelaufen. Und scheinbar noch ein Skorpion. Der Tod kommt mit Riesenschritten. Und tatsächlich ein normaler. Das kann man ja kaum einen Kampf nennen. Nee, das ist richtig, Forks. Die Schritte sind hier viele Markierungen. Wir gehen mal zu der Kapelle unten. Oder, ja, Kapelle ist es nicht. Es ist auf der Map, ist es als Kapelle ausgeschrieben. Es ist eher eine Kirche. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kapelle und einer Kirche? Ne, Moment, woran ich jetzt denke, ist eine Kathedrale. Eine Kathedrale ist was Größeres. Kapelle kommt doch schon gut hin. Aber es ist jetzt zum Beispiel... Genau so. Wo bist du denn? Was ist los, hä? Kannst wohl kein Blut sehen. Ja, wo bist du? Gegnerchen. Okay, der macht dort hinten den Mr. Gatzi. Die Zeit des Blutvergießens nach. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber in der Kapelle... steht der auf dem Dach? Ja, was ist denn das für ein Arschgesicht? Gammler. Heißt so, Gammler. Jetzt ist er tot. Hier war der Gammler. Oh, da fällt er gleich noch runter. Hut des Oasis-Druiden? Koordinaten von Oasis?
Reservistengewehr. Weiß nicht, ist das eine unique Waffe? Ich glaube schon, ne? Das Reservistengewehr. Aha, hier hätten wir also die Koordinaten von Oasis mit und den Druidenhut nehmen wir mal mit. So einen haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Obwohl, wir haben doch die Poplar-Kapuze, ne? Naja, ist auch egal. Ja, Leute, was. Ich war ja gerade am Ranten darüber, was ist das eigentlich der Unterschied zwischen einer Kirche und einer Kapelle? Warum ist das nicht die Kirche? Ich muss mal nachgucken, wie der Ort überhaupt heißt. Moment. Diggerson Tabernacle Kapelle. Warum ist das nicht die Diggerson Tabernacle Kirche? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Kirche und einer Kapelle? Das dürft ihr mir gerne reinschreiben. Ich müsste es wahrscheinlich sogar selber wissen, aber ehrlich gesagt, nee, weiß ich nicht. Aber eine Kathedrale ist ja dann so ein großes Ding, ne? Aber was sind die Voraussetzungen, dass eine Kirche eine Kathedrale ist? Das ist ein Stimpack drunter, das will ich mitnehmen. Danke. So. So, wie kommen wir denn jetzt hier aufs Dach, wo er stand? Gar nicht, hä? Ja, gut, dass er runtergefallen ist. Dickerson Tabernacle Kapelle. Ja, nee, das ist schon wieder feindliche. Alter. Ist dort eine. Hat sich dort eine ganze Bande Talent Dudes aufgereiht, um uns auf uns zu schießen? Holy crap. Die haben nur gewartet, bis wir den Gammler machen, oder was? Und wie sie sich schön dort formiert hatten, um auf uns drauf zu snipen. Wo ist jetzt der andere hin? Okay, der Fox hatten, glaube ich, nee. Irgendwas schießt noch auf uns. Hier ist noch einer. Huh. Boom, boom, boom. Wegfliegt der Kopf. Wo kommen die schon wieder her? Eieiei. So, gib her den ganzen Krempel, den du dabei hast. So, jetzt müssen wir hier wieder die Leichenstücke durchkämmen, weil wir die sehr zerfetzt haben. Moment, die Schachtel nehmen wir. Wir sind schon fast wieder voll, wir sind noch nicht mal beim Todeskrallengebiet angekommen. Ne? Das ist Traurige schon wieder. Oh, ich merke, Fox hat noch einen Gegner. Weiß nicht, hat er denn gemacht? Was war dort? So, Nahkampfwaffen. Haben wir immer noch nicht ausgeskillt, schade. Aber wir können mal wieder ein Perk nehmen. Was haben wir denn so? Die VHTS-Sachen lasse ich erstmal noch vor. Die Pale brauchen wir auch nicht unbedingt. Leise laufen. Das Laufen wirkt sich dann nicht mehr nachteilig auf den Erfolg eines Schleichversuchs auf. Pyromane wäre halt auch was, ne? Für den Röst ja ist eher mehr ein Gag. Auftragskiller. Leichter Schritt wäre auch nicht schlecht. Meisterhändler. Braucht man das wirklich noch? Meisterhändler? Action Boy. Spezial. Computergenie und Infiltrierer, den kennen wir ja schon. Dieses mehrmals hintereinander auf den Körperteil ziehen, also auch VHTS, ne? Entdecker. Linie. Machen einfach von oben weiter, ne? Wir nehmen einfach leiser Läufer. In der Hoffnung, dass uns das überhaupt was bringt. War das der Typ, auf den Forks noch geschossen hat? Der immer im Hier und Jetzt leben. Ja, das ist richtig. Ja, durfte man gerade mal schnell eine Armee-Talent-Söldner aufmischen. Wir reparieren mal unser Gewehr. Nicht nur der Haltbarkeit wegen, sondern auch des Gewichts. Nicht, dass es viel hilft. Haben auch noch ein paar Hilfesachen, die wir uns reinziehen können. Zack, zack. Nee, Cola wollten wir ja nicht mehr trinken. Ne? So. So. Gucken wir uns mal weiter um. So, wir haben die Kapelle. Hier in die Richtung sind noch Markierungen. Gehen wir mal dort lang. Das sind quasi wieder nur Folgen, in denen wir irgendwie durchs Ödland geistern. Und ein paar Orte entdecken. Und wir werden nie zu dem Ort kommen, zu dem wir eigentlich wollen. Das ist das Problem. Weil ich mich erkenne.
So, hier kommen wir halt wieder mal nicht über die Felswand drüber. Immer ein Genuss. Ist schon wieder irgendwo ein Feind in der Nähe. Ne, sogar eine Gruppe Feinde. Noch mehr Söldner? Oh ne, gucke mal an. Todeskralle in einem Enklave-Camp? Mach doch den Enklave-Typen. Nee, dann halt nicht. Dann machen wir halt alles. Der steckt irgendwie fest. Wo ist die Kralle hin? Da ist er. Ich weiß nicht, ob die irgendwie keinen Bock hatte, den Typen anzugreifen. Ach nee, guck dir mal an. Die hat so ein Helmchen. Die ist kontrolliert von denen, oder was? Ah. Was man nicht alles rausfindet noch hier im Ödland. Dass sie das geschafft haben. Cool. Das hatten wir ja schon in der Zitadelle gesehen, ne? Als ich rausgegangen bin aus dem Inventar, ist schon wieder kurz geleckt. Ich dachte, es stürzt schon wieder ab, das Spiel. Iii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 
Verweste. Ich wollte sagen, hey, guckt mal, wir haben ja die Wackelpuppe schon gefunden. Es ging ziemlich fix, muss ich ehrlich sagen. Die Inschrift auf dem Sockel lautet, seien Sie immer bereit, alles für das Team zu geben. Vortec Limited Edition Wackelpuppe. So, Ausdauer um 1 erhöht, aber... ja, der wackelnde Brahmin-Arsch hier, der macht mich schon irgendwie an. Lecker. So, looten wir nochmal den restlichen Haufen. Hier ist wieder ein Enklave-Typ. Sind die sogar reingegangen hier? Will ich eigentlich gar nicht glauben. Wir hatten auf jeden Fall auch in Ravenrock? Gelesen. Habe ich vorhin Zitadelle gesagt, als ich die Enklave meinte? Oder war das letzte Folge? Ich meine natürlich Ravenrock, Zitadelle ist von der anderen Bruderschaft. Wir haben ja gelesen, dass die auf jeden Fall Leute ausgeschickt haben, um Todeskrallen einzufangen für ihre Experimente. Und wir haben ja auch gesehen, die Todeskrallen A, die sie jetzt kontrolliert hatten hier am Stützpunkt und dann B... Moment, naja, kontrollierte sie ja falsch. Stimmt, die hat ja die Dudes aufgeschlitzt. Und hat auch die in Ravenrock waren, ne? So eingesperrt. So, aber ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten. Tschö.